Bei dieser Aufgabe haben wir jetzt drei Größen gegeben und sollen fehlende Größen, nämlich die Flächeninhalte groß a und die Seite klein b, bestimmen. Was man auch ohne Seiten und benannten Punkten in diesem Parallelogramm erkennen können, dass die Grundlinie a hier gegeben ist und wir haben die dazugehörige Höhe ha. Das ist genau die und das brauchen wir doch, um ein Parallelogramm bestimmen zu können. Also beide Seiten miteinander multipliziert, 24 cm mal 25 cm, gibt zusammen 600 Quadratzentimeter. Aufpassen, dass man hier auch die Zentimeter und die Angaben richtig mit hinschreibt und dann auch die richtige Einheit am Schluss rausbekommt. Das muss Quadratzentimeter ergeben und das darf ich auch nicht erst am Schluss hinschreiben, sondern muss es hier mit den Größen versehen. So, jetzt, wenn ich den Flächeninhalt habe, kann ich das Ganze doch auch rückwärts rechnen. Denn von meinem zweiten habe ich nur das HB gegeben. Das heißt, mir fehlt eigentlich die Seite B. Aber da haben wir es auch schon. Wir können den Flächeninhalt ja auch bestimmen mit der Seite mal der Höhe. Die Höhe haben wir gegeben und den Flächeninhalt haben wir uns berechnet. Das heißt, wir setzen das Ganze ein und lösen es auf. Also ich teile durch HB und dann hätte ich meine Seite B. Also muss ich den Gesamtflächeninhalt geteilt durch die Höhe B rechnen. Das gibt 40 cm. Und damit hätte ich die Aufgabe gelöst. So geht es. Einmal entweder direkt einsetzen, dass man direkt den Flächeninhalt bestimmt, oder weil es ja eine Gleichung ist, diese Formel, kann ich natürlich auch mit gegebenem Flächeninhalt eine Größe von der rechten Seite bestimmen. Bei der 5e, schaut das Ganze ein bisschen komplizierter aus. Da steht nämlich drin, dass die Seite b gleich 3a ist, also eigentlich keine richtige Angabe. Aber ich habe hier den Flächeninhalt und ich habe die Höhe ha. Ja? Das heißt, aus diesen zwei Größen, unabhängig was das da drüben bedeutet, kann ich doch schon mal die Seite a berechnen. Ja? Denn a mal ha, ha ist gegeben, gibt den Flächeninhalt. Und den habe ich auch. Also setze ich die Werte ein, die es gibt, und löse nach a auf. Erhalte ich 3,2 Dezimeter. So, und jetzt gucke ich mir die Info, die zweite, an. Da steht dran, dass die Seite b 3a ist. Ja, und a habe ich berechnet. Heißt also, 3a gibt 3 mal 3,2 Dezimeter, gibt 9,6 Dezimeter. Und wenn ich jetzt die Seite b habe, dann kann ich doch wieder wie hier oben, nur eben diesmal andersrum, die Höhe hb berechnen. Denn der Flächeninhalt ist ja b mal hb. Ich setze quasi beide Werte ein, 24 für den Flächeninhalt, 9,6 für die Seite b und löse dann nach hb auf. Und auch jetzt habe ich dann meine Höhe hb ziemlich schnell berechnen können. Nicht verzweifeln, wenn man es am Anfang nicht gleich versteht, wo die Mathematik hinführt, sondern schauen, was ist gegeben, was kann ich dadurch berechnen. Und meistens kommt man dann ziemlich schnell auch auf den Rest des Ergebnisses und kann die weiteren gegebenen Stücke interpretieren bzw. richtig weiterrechnen.